Hallihallöchen, liebe Leute von heute und nicht von morgen. Willkommen zurück zur nächsten Folge von Das Schwarze Auge Drakensang. Folge 78. Jawohl, wir sind wieder dabei. Wir sind in Ferrok und werden folgende Sachen machen. Wir schauen uns einmal an, was wir so alles machen können. Also zum Beispiel, jetzt werden wir einmal ein bisschen skillen. Ne? Was soll ich skillen? Einmal Astralenergie. Da bin ich ja eh schon fast fertig. Ha. So, Fallen entschärfen. Nö. Pflanzenkunde. Heilkunde, Gift. Heilkunde, Wunden. Ich möchte. Stäbe habe ich gemaxt. Was haben wir hier noch? Hiebwaffen, Säbel. Speere. Das ist eigentlich ein Speer, was ich da habe, ne? Speer. Ich sollte mir wirklich unbedingt einmal die, einen Stab nehmen. Muss ich unbedingt jetzt zu einem hingehen. Zu einem Schmied oder irgendwas. So. Balsam Salabunde. Was sollen wir? Donnerkeil auf 10 rauf. Balsam Salabunde. Kann ich ja auch machen, Leute. Ja, fertig. So sind wir da fertig. So, wir werden auch sie leveln. Zum Bleistift. Tierkunde 14. Wildnisleben. Bogen nach oben. Das reimt sich. Säbel kann sie auch tragen. Also wir sollten uns wirklich einmal ausrüsten. Das ist ganz wichtig. Aber wir haben eben leider Gottes nicht so viel so viel Geld. Ne? Ja, Selbstbeherrschung. So, die liebe Gladys. Können wir Astralenergie rauf? Lass ich noch, Leute. So, zum Beispiel, was haben wir hier bei ihr? Schlösser knacken, ja, Fallen schaffen kann sie nicht. Heilkunde, Gift, Heilkunde, Wunden, Gassenwissen. Säbel, Fechtwaffen. Säbel werden wir hier mal rauf maxen. Wurfwaffen. Auf 7. Flimmwaffen. Funkentanz, Blitzdicht, Find. Sie kann derweil eh nicht zaubern. Was haben wir hier? Feilschen. Kann sie hier mal machen. Magiekunde, weil ich möchte, dass sie auch Magie lernt. So, was haben wir noch? Taschendiebstahl, Sinnesschärfe, Selbstbeherrschung. Ja, werden wir noch Wurfwaffen nehmen. Ja, fertig. Heilkunde Gift kann ich ja auch geben. Aber hat sie zwar nicht gelernt. Nö, brauche ich nicht. Etikette, was ist denn das? Okay. Ja, werde ich raufgeben, Etikette. So, jetzt kommt der liebe Vorgrim. Der liebe Vorgrim, Schmieden auf 14, vielleicht 15, das maxen wir mal. Schmieden maxen wir, weil ich will, dass er Schmieden lernt. Zwergennase, Gassenwissen. Okay, wir werden noch... Heilkunde Wunden draufschmeißen. So, wir sind eigentlich fertig. Wir sollten jetzt einkaufen. Wie viele Dukaten haben wir? 18 Dukaten. Das sollte sich eine Ausrüstung ausgehen, beziehungsweise irgendwas zum Lernen. Jetzt müssen wir das komplette Geld auf den Kopf schmeißen, Leute. Ich werde aber jetzt speichern. Ja.
So, wir gehen raus. Speckstein. Wir sollten irgendwo hin zum Speckstein. Ich keine Ahnung, wo der jetzt ist. Schauen wir mal ins Gasthaus. Gut. Ja, wieder 5 Minuten dabei. Diese Folge. Städter. So, wir schauen einmal von Händler zu Händler. Wir brauchen Waffen. Das ist ein Waffenhändler. Ah, schaut euch nur. So. Wir sollten eine Kohle. Wir sollten irgendwas nehmen. Was? Kampfstab. Ein W plus 3 Schaden. Ein W plus 2 Schaden. Aufgepasst. Achso, der hat ja zwei Hand. Braucht er nicht. Ich werde für die liebe Rulana so ein Schwert nehmen. Breitschwert ist das Zweihänder, ne? Einhandwaffe. Anderthalb Händer. Das ist eine Zweihandwaffe, ja. Ich muss mal schauen, was ich alles ausgerüstet habe. Im Moment kaufe ich noch nichts. Ja, ich muss mal was lernen. So, was hast denn du für mich? Helles Verdocker, frisch vom Fass. Nö, schließen. Der hat ja nur was zum Saufen, Leute. So, Städter, da haben wir Helmbrecht. Grato, Helmbrecht. So, also, was hast du da alles? Nö, da hat er gar nichts, Leute. Wer seid ihr? Wer? Städterin, nö. So, du hast ja Stoff, irgendwas Stoffmäßiges, schätze ich mal. Feinste Tücher, beste. So, Halbstiefel, nö. Gehen wir mal in das Gasthaus rein. Vielleicht ist da ja der Speckstein drin. Ich weiß es überhaupt nicht. Das ist jetzt wieder so eine Herumreiserei hier. Aber es muss auch einmal sein. Wir hatten jetzt so viele Folgen, die wirklich spannend waren. Tradan. Willkommen im Silberkrug. Was kann ich für euch tun? Nur Alkohol. So, ist da irgendwo Speckstein? Holzfäller. Ja, da ist jetzt nichts. Gut, da drin ist jetzt gar nichts. Silberkrug war falsche Anlaufstelle. Also Kaffee habe ich keinen mehr. Ja, der ist jetzt, lassen wir jetzt das mit dem Kaffee. Ich habe heute schon 5 getrunken. Das wird dann sonst eindeutig zu viel werden. So, Schmied. Wir gehen einmal zum Tempel. Zum Hesinde-Tempel werden in Darion oder Dorian, ich glaube Dorian heißt er, einmal Bescheid geben. Das ist auch eine Queste. Ah, wieder zurück. In Ferdok. Endlich wieder schön hell. Ferdok war so düster und so dunkel. Bäh. Da hat mir überhaupt nicht gefallen. Ah, Ferdok sage ich, Moorbrück. Entschuldigung. Moorbrück war so düster. So, da ist schon das Fragezeichen. Ja, ich brauche einen Schmied irgendwo.
Da ist der Tanzbär. Zottel der Tanzbär. Sanftmut muss ich da lernen. Da ist einmal Magistra Elsmine. Elsi, servus! Nandus zum Großen. So, was könnte mich lehren? Attributo Klugheit. Charisma, Konstruktion, Blitzgeschwind, Blitzdichtfind. Nö, kannst du mir nichts Ordentliches lehren. Gibt's da irgendwo einen Schmied? Tanzbär Zottel. Ja, ich sollte in den Tempel rein. Da ist Novize Saleo. Wer bist du? Tretet ruhig ein. Die Tür ist nicht verschlossen. Danke. Ja, dann gehen wir mal rein hier. Ja, ich muss Bescheid geben. Hier ist in der Tempel. Dorion. Willkommen zurück. Ich traf Rakorium vorhin auf dem Weg zu eurem Haus. Und er erzählte mir von eurem Erfolg in Moorbrück. Damit habt ihr die erste Prüfung des Orakels erfüllt. Tretet vor die Stimme des Orakels, damit sie euch das nächste Rätsel offenbaren kann. Okay. Ich bin bereit, lasst uns beginnen. Die erste Queste wurde erfolgreich bestanden. Und dies sei die zweite der drei Prüfungen. Wo der Berge Antlitz einst in Rot getaucht, wo das Dunkel waltet in der falschen Sonne schein, hausen des alten Wiener voll des hohen Mutes. Mit der Schlangenfrau beraubtem Wissen lassen sie des jungen Wahn gedeihen. Errettet werden muss dies alte Wissen, um zurückzukehren an seinen angestammten Platz. Unrag Garum. Unrag Ignia. Nun denn. Amen. Das zweite Rätsel ist ausgesprochen. Seid ihr bereit für eure Aufgabe? Ich hoffe es. Dieser Rätselspruch des Orakels könnte mir abermals bei dessen Deutung behilflich sein? Das Orakel sprach von gestohlenem Wissen der Schlangenfrau. Die Schlangenfrau, hier kann es sich bei meinem Dafürhalten nur um die ehrwürdige Hesinde selbst handeln. Du hast dann an einem Stufe 6 erreicht, die Quest wieder abgeschlossen, Blutbergen, der Bürgergeist im Ort, das hat geschossen, ja, alles so schnell. Welches Wissen gemeint sein soll, da bin auch ich überfragt. Wo der Berge Antlitz einst in Rot getaucht, dazu fällt mir eigentlich nur ein Ort im Kosch ein, die Festung zu Blutberge. Sie liegt in einer bergigen Region des Dunkelwaldes. Ihren Namen verdankt sie wohl den vielen blutigen Schlachten um den Fels, auf dem sie einst errichtet wurde. Ironischerweise scheint die Gegend, dank des kürzlich ausgerufenen Sonnenzuges, ihren Namen abermals alle Ehre zu machen. Oh, ist schon wieder so dunkel. Was für ein Sonnenzug meint ihr, ehrwürdiger Dorion? Habt ihr es dennoch nicht gehört? Großinquisitor Davania hat alle Parioten, die er finden konnte, in den Dunkelforst zur Blutberge geführt. Angeblich richtet sich dieser jüngste Sonnenzug gegen eine frevelhafte Hexenschar, die dort hausen soll. Okay. Hexen? Ich verstehe nicht. Hat er nicht genug damit zu tun, den flüchtigen Kastan Wagnitz zu ergreifen? Verstehen vermag ich das Ganze auch nicht so recht. Es hieß, die Hexen hätten Wagnitz mit Hilfe schwärzester Magie zu diesen finsteren Mordritualen gezwungen. Als Großinquisitor habe er die Pflicht, gerechte Sühne und das Licht der Läuterung in den Dunkelforst zu tragen. Okay. Ich werde der Sache wohl selbst auf den Grund gehen müssen. Hab Dank, Ehrwürdiger. Möge Hesinda eure Weisheit stärken, auf dass ihr das Mysterium und das gestohlene Wissen der Schlangenfrau ergründen werdet. Ja, werde ich machen. Hast du noch was für mich? Okay, nö. Was bist denn du für einer? Ardat Weißenfelser. Weißenfelser, okay. Wie kann ich behilflich sein? Na, ich... Wieder wichtige Fragen. Ehrwürdiger Magister Ardat, ich würde gerne euch ein paar Fragen stellen.
Sünden der Weisheit auf meine Lippen, gebe ich auch gerne Auskunft. Erzählt mir euch ein Dorian, erzählt mir über die Geschichte der Drachengeist, erzählt mir über die Zerstörung des Tempels und der Neuaufbau, erzählt mir über die Logan. Haben wir schon alles? Nö, haben wir schon alles gemacht. In einer vergangenen Folge. So. Gut, raus hier. So. Jetzt werden wir 202 Steigerungspunkte schon wieder, Leute. 18 Dukaten, ja, noch immer. Ja, ich werde hier auf jeden Fall mal Ordnung schaffen. Amazone voraus. Das stört mich alles hier. Lass das mal Vorgrim machen. So, gut. Was hast du hier? Was habe ich hier alles? Das bin ich. Was hat sie hier? Wurfbeile. Ich versuche mein Bestes. Hast du da nicht irgendwo eine Hose gehabt? Oder irre ich mich da? Ja, da irre ich mich. Okay. Gut. Also, wir sollten einen Schmied aufsuchen irgendwo. Der Tanzbär. Ja, wir sollten was lernen. Wir werden jetzt herumschauen irgendwo überall hier. Blablabla. Und auf jeden Fall zu irgendeiner Schmiede gehen. Den Tanzbär möchte ich auch noch machen hier. Ach du liebes bisschen. Was ist da? Hubert, freu dich bloß nicht. Das sieht nicht gut aus. Was ist passiert? Hey, ihr da! Zur Hilfe! Kommt schnell! Was ist denn passiert? Söllwunsch und Ulroschir sind passiert. Was? Was? Wovon redet ihr? Was? Na, von diesen zerstreuten Zwergenartechitekten. Ich verstehe nicht. Sie haben das Haus hier gebaut. Mein Mann ist dort oben von der Türschwelle gestürzt. Oh je, Mini, was für ein Unglück. Aha. Okay. Ihr müsst ihm helfen. Er kann sich nicht mehr rühren. Ja, was soll ich machen? Ach, mir geht es doch gut, ist doch nicht das erste Mal. Was? Spar dir deine Witze, Hugold. Du bleibst schön ruhig liegen, bis Hilfe da ist. Weshalb? Wenn er doch sagt, dass es ihm gut geht. Nein, 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 durch die vielen Stürze spürt er bloß die Schmerzen nicht mehr. Ich sag's euch, ihr müsst den Heiler holen, damit er Hugold vor dem Schlimmsten bewahrt. Wenn er ohne Heilung einfach aufsteht, muss er am Ende noch sterben. Ich flehe euch an, bitte holt den Heiler, ich bleibe so lange bei meinem alten Hugold. Ich verstehe, ich wusste nicht, dass es so ernst ist. Ich mache mich gleich auf den Weg. Wo finde ich den Heiler? Das besorgte Mütterchen. Ihr findet ihn sicher in Grafenstadt am Peraine-Tempel. So eilt doch euch doch, bevor es zu spät ist. Peraine-Tempel in der Grafenstadt. Oh Gott, rühr dich bloß. Gut, dann gehen wir gleich mal hin. Sieht nicht gut aus. Halb so schlimm, okay. Es geht schon. Halb so schlimm, es geht schon. Das erste Mal. Mach keine Witze. Leute, Grafenstadt im Peraine-Tempel. Na, dann werden wir mal den Heiler holen. Irgendwo. Ich brauche einen Schmied, Leute. Wahrscheinlich bekommen wir... Aua. Krampf. Grafenstadt. Okay. Peraine-Tempel. Gut, dann werden wir dorthin marschieren. Aber dann in der nächsten Folge werden wir weitermachen. Das ist schon wieder vorbei, Leute. Jetzt kommen wir schon bald auf die 80er zu. Das finde ich cool. Also, was haben wir da? Peraine-Geweihter. Ja, dann gehen wir mal zum Peraine-Tempel. Was bist du für einer? Städter? Nö, brauche ich nicht. So. Waffenhändler. Peraine-Geweihter. Hi. Benötigt ihr Hilfe? Ja, nicht ich selbst, doch es hat einen Unfall nahe des Preisplatzes gegeben. Ein Unfall? Was ist denn geschehen? Ein alter Mann ist schwer gestürzt, jetzt liegt er auf der Straße und wird von seiner Frau umsorgt. Sie war es auch, die mich zu euch schickte. Dieser Mann, von dem ihr sprecht, ist das etwa der alte Hugold, der an der Brücke wohnt? Ja, sein Name ist Hugold. Und seine Frau spielt wieder verrückt, nicht wahr? Hugold ist schon so oft dorthin runtergestürzt, aber den Zwölfen sei Dank ernst verletzt hat er sich nie. Doch seine Frau, nun ist sie einstweilen etwas schwierig. Ja, da habt ihr ja nicht unrecht. Etwas sonderbar war sie schon.
Ihre Sorgen sind nur allzu oft größer, als die Umstände zum Anlass geben. Wenn er nur hustet, sie ihn schon zu bohren waren. Ich verstehe. Nun, ich habe mich noch um andere Dinge zu kümmern. Wenn ihr helfen wollt, dann besorgt doch etwas Gulmonté und bringt ihn Hugolds Frau. Habe ich schon. Sagt ihr einfach, es wäre Wundermedizin, wenn Hugold ihn in ihrem Beisein trinkt, wird sie zufrieden sein und sich beruhigen, zumindest für dieses Mal. Was für ein glücklicher Zufall. Ich habe etwas Kulmund hier bei mir. Cool. Nun, dann schlage ich vor, ihr bringt ihn gleich hin. Pereines Segen mit euch. Pereines Segen mit euch. Na gut. Leute von heute. Das aber in der nächsten Folge. Ja, das war's wieder mit dieser Folge. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. In Folge 79, würde ich einmal sagen. Ich bedanke mich für euer Zuschauen. Über ein Like und Abo würde ich... Ne, ich freue mich einfach. Ja, passt. Okay, Game Over und ciao.